The Eagle left them behind on distant shores stranded. A beach full of big debris adrift. Where had they landed? To their left, a distant jungle followed the river inland, as high dunes seemed to contain them on this stretched-out strand. Und somit herzlich willkommen, Leute, zu Woven. Wir sind jetzt in Level 3 angekommen und das ist Strand, oder? Ja, Strand. Ich würde sagen, ja, sieht aus wie Strand. Wir wurden ja mit dem Vogel mitgenommen, weil uns ja diese mechanische Spinne verfolgt hat, was sehr komisch gewirkt hat, aber es läuft, Leute, es läuft. So, dann suchen wir mal. Ab geht's. Wir haben auch die Hundeform jetzt. Ich finde den Hund echt voll cool. Und da unten ist schon die nächste Form. Aber wir nehmen erstmal das hier mit. Machines gleam, cold and stark, bright in the fire that burns in the dark. Cold blue steel and sparkling gold, polished to shine for ages told. Then time had exploded. Insects had corroded. Some of these machines must have been here for 100 years or more. Wisst ihr Bescheid, Leute? Da wisst ihr Bescheid. So. Das ist halt einfach nichts. Ich habe schon wieder so drei Farben so verpasst. Oh, warte mal. Bestimmt hier dritte. Hier hinter ist da hundertprozentig was. Oder auch nicht. Wobei, das hätte ich jetzt schon gedacht, dass es da was ist, ne? So. Hallo. Und wieder eine Form. Oh, es gibt echt viele Formen. Aber schade, dass es immer das gleiche Minispiel ist, muss ich mal gestehen. Ich hätte mir dann von Level zu Level doch gerne ein anderes Minigame gewünscht, aber das wurde ich da leider nicht erhört für. Oder doch klappt. Oh, der Papagei. Was kann der denn? Kann der fliegen? They had found the blueprint of a creature not very unlike a bird. Now, Stuffy, don't get your hopes up thinking you'll fly. I fear that would be absurd. Oh, das ist aber gemein. Although, Oh, das sieht aber sehr interessant aus, diese Welt. Hallo? Hallo? Ding, 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 ding. So, wir werden uns mal in den Vogel verwandeln. Ich denke mir mal, oh, das sieht aus wie ein neues Minigame, was da ist. Wen haben wir denn hier? Na, so, wo ist dein Papagei? Hier. Oh. Was lassen wir denn da liegen? Fand ich auch so witzig, du hast dann einen Flügel und kannst dadurch fliegen. Oder? Kann man dann... mal gucken, was es ist, also... Some of the metal wreckage seems to have been here for quite some time. Luma. Was haben wir hier? Kannst ruhig das Wasser scannen, ne? So. An der, oder? Okay. Wer denn? Maroon, okay. So, wartet mal. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass man das so drehen muss. So. Bin hier.
den hier. Oder auch nicht. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. So. So. Es muss ja irgendwas über Kreuz sein. Das heißt, theoretisch gesehen müsste das ja... So. Oder auch nicht. So. Oh ne, oder? Okay, wartet mal, jetzt muss ich kurz überlegen. So. It seems as if bits and pieces of truth lie scattered on this beach. Das. So. Alter. Alter Schwede, ey. Das muss ich aber kurz überlegen. Meine Fresse. Was denn jetzt? Wegen einem Schalter oder was? Das ist doch schon wieder ein Rätsel. Komm jetzt hier rüber. Kann ich jetzt einfach hier drüber latschen? Ich wollte gerade sagen, einfach so sneaky peeky vorbei, aber das ging anscheinend nicht. Hier? Anne. Anne. Well, I'll be damned. It isn't exactly flying, but Stuffy's toes are above ground, and he is really trying. Although I wouldn't go swooping off cliffs just yet. You now can cross rivers without getting wet. Be careful around deep waters, though. Ist ja schnell. Wie lange kann ich denn fliegen? Hüte dich vor tiefem Wasser, sagt er. Alles klar. Frage aller Fragen ist, wie lange kann ich fliegen? Boah, wie geil ist das denn? Hä? Jetzt bin ich runter. Alles scannen. Hopp. Ach komm, als ob. Aber sag bitte nicht, man kann nur... Okay, ich habe jetzt gedacht, man kann nur scannen, wenn man... nicht fliegt, aber es geht. Ah, das ist ein Fliege, ist ja geil. Ah, das erklärt vielleicht auch einiges, was die... See how the wind caresses the land. Was ist hier? Ha. Aber ich habe bis jetzt noch nicht in jedem Level die Dings gefunden, die Höhlen. Boah, das verwirrt mich jetzt mit dem Fliegen. Oh mein Gott. Aber das... kann man denn in die ersten Level dann nochmal zurück?
another metal spider, baring those mad red eyes. It would follow them everywhere. They would have to improvise. Don't let it come too close, unless you have to. Ach da. Bitte was? Glitch didn't understand. They were thrown here and then left alone. Did the machines expect them to go into the furnace on their own? So the spider had been too powerful. It being so much larger in size, perhaps that could be used to bring about its demise. Bin ich in der Spinne drin? Oh ne, ein Labyrinth, oder? Aber es ging aber auch noch. Ja, die habe ich halt nicht dabei. Ist er? Ah! Getan, wo bin ich? Ah. Boah, war das hell. Ja, scan das, ich brauch die Farbe. Okay, das heißt, wir dürfen der nicht zu nahe kommen, weil wir dann wieder eingesperrt werden. Das ist richtig verstanden. Wo hat der uns denn jetzt hier rausgelassen? Guck mal. Putz. Uns denn jetzt hier rausgelassen? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Was hä? Hä? Was ist das denn? So. Under you! Danger! Don't stand still now! Hä? Okay. Hier. Knöpfchen drücken. Okay, also man kann während des Flugs wirklich nicht alles machen. Habe ich das Gefühl, dass heute gleich irgendwas in der Schuppe drin ist. How close the moon suddenly appears. Now we've crossed the sea. Was kann ich denn was nehmen? Remarkable. Okay, die Fähigkeit, was zu nehmen, habe ich noch nicht. Alles klar. Boah. Okay, jetzt. Okay, das wirkt nicht. Hä? Okay, warte, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Das Problem ist, er hat mich halt... Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Wo ist die? Ach, die ist dahinter wahrscheinlich. Ist er hier? Ah, der ist nur zum Verändern, ne? Genau. Aber hä? Hab ich denn jemanden, der Knöpfe drücken kann? Also Knöpfe ja, aber... Der was nehmen kann, hab ich gar keinen.
Oh. Mist. Ja, wartet mal, jetzt muss ich gucken. Karte. Katze kann eine Knöpfe drücken. Elch auch nicht. Hund. Esel. Elefant. Und. War geil, kann fliegen. Ja, hier kann auch nur boxen. Schwein kann auch nur boxen. Hase kann Knöpfe drücken. Und er kann auch nur boxen. Hä? Also habe ich das doch gar nicht. Okay. Nein, ich wollte nicht rein. Wir fliegen. Wusch. Boah. Das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie eine Open World hier. Vor allen Dingen dadurch, dass die Spinne mich halt gefasst hat, habe ich gerade keinen Plan, wo ich bin, ne? Okay. Haha, long legs. Stuck. Who's laughing now? The threat was gone. But Stuffy hadn't been that afraid anyhow. Right. Well done. Okay, haben wir sie jetzt ausgetrickst? War das, ist es nur eine? Also ich weiß ja, dass hier hinten wir hier durchkommen. Dass hier hinten wir jetzt durchkommen, alles klar. Das heißt, wir haben sie jetzt. Wir können jetzt so lang. Die Frage ist jetzt, wie lange? Ich will mal kurz was gucken. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass wir die hinten am Arsch scannen können. The beach is ich wusste es. Yet deserted somehow. So, dann kommen wir jetzt mal hier drüber. Weil wenn die ja jetzt weg ist. Ich weiß ja nicht, wie viel es davon gibt. So. Wen haben wir denn hier? Was ist das denn für eine Farbe? Pebble? Kö, das hab ich gar nichts. Ich muss echt sagen, manche Farben habe ich noch nie im Leben gehört. Was ist denn jetzt? Ha! A blueprint machine just off the shore. But the path to it was no more. I would not advise you to fly to the isle. For creatures like Stuffy, the seas can act quite hostile. Was? Er hat gesagt, sie ist nicht gefährlich und wir können darüber fliegen? Ja, das habe ich auch gehört. Scheiße, kann nicht. Below you! Get out of the way! Okay, oh, bitte nicht. They had not been eaten, but brought into this furnace room. They might have been lucky this time, but should try to escape soon. As long as they kept moving when the worm was near, it would not have the chance to appear. Ach ja. Und sonst so, Leute. Aber es ist wenigstens immer dasselbe. Wenn es hier wenigstens eine versteckte Blaupause geben würde, wäre das ganz cool. Okay, das war easy. Wie er immer guckt. Okay, Leute, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wo müssen wir hin? Gehen wir da hin. Riesenkrebs? Ui. What is this giant crab doing crowned like a king? Over what does he think he reigns?
Nothing but heaps of sand and piles of rusted bling. Stolen machine parts and other ill-gotten gains. Oh, presumptuous creature. Aha. Was jetzt denn damit? Warte mal. Ah ja. Ah. Oh. 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 So. Oh. Komm, put. Ah. Oh. Mir folgt, wenn ich hier unten einfach bin schon. Oh. Okay, das ist schon ein bisschen nervig. Komm. Er kommt halt nicht. Komm jetzt. Oh, er kommt da nicht lang, oder was? Okay. Ah ja, hier lang. Komm. Fällt wirklich eine Krone auf. Wie geil ist das denn? Komm, los. Ah, ja. Only one bridge led away from here and over the river, blocked by a metal gate that somehow had glitch shiver. The way out of the beach was blocked for stuffy feet. It wasn't enough to feed the machine energy and heat. Some parts weren't turning, as if deliberately broken. Could all its parts somehow be rewoken? A wanderer's approach is what I beseech. So keep your eyes open and explore this wrecked beach. Schon interessant, dass wir jetzt zufällig den Krebs mitgebracht haben. Oder die Krabbe, wie gesagt. Krebs sind ja kleiner. Guck mal, ob der das automatisch da reinpackt. Okay, er packt es automatisch rein. Aber ja, es funktioniert immer noch nicht. Okay, Symbole. Woher weiß ich denn, was richtig ist? So many objects out of place, like pieces of a puzzle. So. Okay, jetzt muss ich mich mal ganz kurz umziehen. Wie man so schon sagt. Wer kommt jetzt nochmal treten? Ja, ne? Ja. Ja, machen wir erstmal das Fliegen weg. Bin mal gespannt, wenn da gleich drei gleichen sind, was da passiert. Ja, scheinbar. Ich würde sagen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay, das wird jetzt interessant. Dann müssen wir suchen. Können wir einfach rumlaufen? Das wäre schon witzig.
Wenn das Tor einfach nur Deko ist und man kann durchlaufen. Ah, das ist eine Brücke, ne? Okay. Tja. Wie kommen wir da jetzt ran? Aber Leute, ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Wolfen. Dann werden wir wahrscheinlich das Rätsel lösen, wie wir diese Brücke aufbekommen. Haut rein, bewertet das Video und danke fürs Zuschauen, Leute.